Hallo Leute, heute will ich euch mal wieder was ganz Besonderes zeigen. Und zwar geht es wieder um die Thematik HO-Gas. Und wie ihr seht, Urlaub, Sonne, Sand und Meer. Was ist da schöner als ein Motorboot zu haben und eventuell dieses auch noch mit HO-Gas zu betreiben? Nun, wenn man es allerdings übertreibt, dann wird es irgendwann einmal so ausschauen und ihr seid nicht geschockt. Wie ihr seht, Endergebnis eines getunten Motorbootes mit HO-Gas. So sieht das Ganze dann aus. Man hat es einfach regelrecht übertrieben. Und in dem Fall, was ist da passiert? Das ist eine Mercury-Maschine, 4,7 Liter. Und durch Zugabe von dem HO-Gas ist natürlich der Faltenbalg vom Motor zu dem Auspuffkrümmer heiß geworden, porös geworden. Das Boot wurde abgestellt und verankert und irgendwann einmal war das dann das Ergebnis. Jammer, schade um dieses tolle Boot, aber Kapitalschaden und von daher nicht mehr zu gebrauchen oder nur mit großen Umständen zu restaurieren. Daher Vorsicht, wenn man HO-Gas einsetzt. Mehr Gas, mehr Leistung oder mehr Einsparen ist nicht unbedingt das Wahre. Es kann letztendlich, wie hier zu sehen, enden. An der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.